energetische Sanierung und Umbau des Schulzentrums. Hier heißt die Arbeitsgruppe Kommunales Liegenschaftsmanagement Sylt. Arbeitet mit Hochdruck daran, öffentliche Liegenschaften energetisch zu sanieren. Dazu gehört zum Beispiel eben das Schulzentrum Sylt und ein Bauernhof, Kindergarten in Wenningstedt-Bradehaupt und das Supersparmodell in Bezug auf Energie, Wasser und Campingplatz in Hannen. Sylt nimmt man das also hier anscheinend tatsächlich ernst in Sachen Energiesparen. Haben Sie noch weitere Wunschprojekte oder sagen Sie, mit den dran haben wir die nächsten 20 Jahre genug zu tun? Nein, wir haben noch ganz viel vor. Wir möchten also unsere ganzen gesamten Objekte aufnehmen, Bestandsaufnahme machen, ein Energiemanagement einrichten und dann unsere Prioritätenliste abarbeiten, was als erstes dran ist und immer weitergeht. Mhm. Und dann möchte ich noch dazu sagen, KLM hat auch über 1000 Wohnungen, die wir ja auch alle mit betreuen müssen. Und wenn wir neue Wohnungen bauen wollen, dann wollen wir die über die Standards hinaus effizient machen. Mhm. Haben Sie irgendwo mal Hürden erlebt, wo Sie sagen, das werden wir nie wuppen? Ja, beim Schulzentrum habe ich lange geglaubt, das wird niemand. Ja, aber es läuft. Also es ist ja immerhin eine Riesenmaßnahme, die 10 Millionen insgesamt kostet. Mhm. Es hat eine Weile gedauert, aber wir haben es geschafft. Mhm. Was sagen die Sylter über Sie? Nach dem Motto, die sind besessen oder finden die es gut? Dazu habe ich das gehört.